Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 49 von Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch im Dedra-Gewölbe, haben die zwei Ambitionen gefunden. Versuchen die jetzt natürlich zu retten. Unsere Dedra-Freundin und unsere kleine Elfenfreundin. Kleine Elfenfreundin, kleine ist sie gar nicht. Aber unsere Elfenfreundin bringen die in Sicherheit. Und ich kann erstmal ein bisschen ableveln. So. 60 auf 70 Tragefähigkeit. Sehr gut. Tragefähigkeit ist immer wichtig bei mir. Ich alter Messi. Na, jetzt kann ich mal endlich. Endlich. Da habe ich schon so lange drauf gewartet, dass ich den Punkt mal setzen konnte. Erstmal. Zurück. Was? Ich warne euch. Unsinn, Kind. Ihr seid eine Ambition. Der hohe Priester hat große Pläne für euch. Was? Destron, was sollen wir tun? Was ist los? Genau das, wozu wir ausgebildet sind. Ich glaube, wir haben diese Waffen gefunden. Waffen, ja. Ambitionen sind Waffen. Ich habe versucht, als ein Portal zu öffnen, das uns aus dieser dädrischen Anlage herausbringen sollte. Doch stattdessen brachte es uns hierher. Aha. Bevor ich es erneut versuchen konnte, stellten uns die Kultisten und dann... Nun, ihr habt es selbst gesehen. Jo. Ich würde vorschlagen, ihr lasst es euch von Destron erklären. Der hat mit Blitzen geplättet. Ah, cool. Sie wollten uns wegbringen. Ja. Mich und meine Schwester. Ah. Ich konnte das nicht zulassen. Prima. Sehr gut. Findet ihr? Ja. Als sie hier hereinstürmten und verlangten, dass wir mit ihnen gehen, da hatte ich einfach ein mulmiges Gefühl. Die Klamotten sind geil, die haben beide kleine gleiche Zwillinge, ne? Ich wollte sie wirklich nicht alle auslöschen. Nee, warum nicht? Da werde ich mich auf euer Wort verlassen müssen. Ja. Da man nun in unsere Klausur vorgedrungen ist und unsere Fürsorger tot sind, können wir hier nicht bleiben. Wir werden mit euch gehen, falls das in Ordnung ist. Natürlich. Nach Gideon geht's. Gehen wir. Diese Leute! Sie wollten uns wegbringen. Ja, aber ich habe ihn noch nie derart viel rohe Kraft in einer einzigen Ladung entfesseln sehen. Oder gegen lebende Ziele. Offenkundig erweist uns unsere Ausbildung gute Dienste. Tja, eben hast du schon was genützt. War schon immer mächtiger. Doch falls ihr fragt, ob ich mich verteidigen kann, ich lasse mich hier von niemandem ohne unser Einverständnis wegbringen. Okay, die können das auch wahrscheinlich. Zwillinge. So, Schnuckis. Und so wird das Geheimnis langsam deutlich. Die Ambitionen sind nicht nur Waffen. Sie sind auch in gewisser Weise Sterbliche. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden mit ungeheurer Macht erfüllt wurden. Aber warum? Macht, die einen deutlichen dädrischen Beigeschmack hat. Ich habe genug erfahren. Fürs Erste. Aha. Das Mysterium hat meine Neugier geweckt. Ich wollte wissen, was die Ambitionen sind und warum die Dagonisten sie haben wollten. Nun weiß ich das. Macht sie mit den Augen, oder ich habe zumindest eine Vorstellung davon. Okay, so. Vandarsia ist ein sterbliches Problem, um das sich am besten Sterbliche kümmern. In der Zwischenzeit würde ich gerne Nachforschungen anstellen, wie diese beiden Ambitionen an ihre Macht gekommen sind. Okay, mach mal. Ich habe da meine eigenen Mittel und Wege. Doch keine Angst. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Ja. Ich garantiere es euch sogar. Ja, Hilfe können wir immer noch gebrauchen. Das Thema ist ja noch nicht erledigt. Oder willst du die später für dich haben? Destron und Kalia, die Zwillinge. Sie sind die Ambitionen. Ja. Zumindest zwei von ihnen. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Waffen Menschen sind. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber sei es, offensichtlich müssen wir sie beschützen und an einen sicheren Ort bringen. Insbesondere deshalb, da wir diejenigen sind, die ihr Gewölbe entriegelt und den Kultisten einen Weg nach drinnen aufgetan haben. Ja, das stimmt. Gute Frage. Ohne Buch. Leia Wien leidet noch unter den Nachwehen des letzten Angriffs des Kults.
aber Gouverneurin Keshu hat ihre Hilfe angeboten. Ich sage, wir bringen die Zwillinge nach Gideon. Danach können wir uns überlegen, wie wir die anderen beiden Ambitionen ausfindig machen und in Sicherheit bringen. Wer immer sie auch sein mögen. Ist nur niedlich, wenn die sagt, ich sage. Ich sage, wir bringen, wir machen. Das ist unser Chef. Der kleine Chef, die hat den Auftrag gekriegt, wir helfen. Kommt mit mir, ihr beiden. Hier ist es nicht mehr sicher. Ihr wollt, dass wir rausgehen? Jo. Es wird Zeit, sich von diesem Ort zu verabschieden. Mal einkaufen. Ja. Geht mal einkaufen. Es wird ein Abenteuer. Es wird ein Abenteuer. Wie lange sind die denn schon hier drinne? Wo? Da runter? Kann ich, oder? Ist ein bisschen hoch. Geht auch nicht. Keine Treppe runter. Doch, tatsächlich da runter springen. Okay. Dann wird das ja wohl gut gehen. Ich meine, es ist schön, dass erst ein paar Stufen noch hoch geht, bevor es dann direkt runter geht. Jo. Aha, das ist die Stelle, wo ich vorhin geguckt habe, am Anfang noch. Von da sind die also gekommen. Deshalb habe ich hier unten keine Tür gesehen gehabt. Bis noch am Anfang, als wir in die reingekommen sind, da sind auf einmal immer andere Spieler aufgetaucht. Dann hatten wir den Durchgang gesucht, wo die rausgekommen wären. Rausgekommen sein müssten. Und haben aber keinen gesehen. Ja, ist klar, die sind von oben gekommen. Da haben wir nicht geguckt. So. Ein verborgenes Gewölbe haben wir jetzt gemacht. Upgrades. Was habe ich für Upgrades? Freigeschaltet. Klasse Hüter. Klasse Nekromant. Okay. Sieht sehr schön aus. Ich sag, wir wollen noch nichts. Wir sammeln also Zeug rein. Dann geht's nach Gideon. Ja. Meine Orientierung und ich. Alles klar, ich bin jetzt ganz andere Richtung gelaufen, natürlich. Ja, dann gehen wir mal zurück. Das? Ey, hallo? Das ist doch Verarsche, oder? Das ist doch, da komme ich auch nicht hoch. Ich doch. Entschuldigung, aber das ist ja Quatsch, oder? Wieso kann ich denn da nicht durchlaufen? Einmal um den ganzen Berg da rum. Er lässt uns nicht durch. Das ist also mit Anspucken, hä? Das ist keine Manieren. Was hasse ich, wenn die sich bleibt draußen. So. Ach, diese Stille. Kann ich hier hoch? Auch nicht. Auch nicht. Ich kann ja gar nichts. Oh. Kann nur noch Umweg machen, ne? Das Dorf auch noch drumherum müssen. Nützt ja nichts. Wir wollen ja nicht unnötig für Aufruhr sorgen. Ungefähr gleichen Abstand zu allen.